young, there are pretty, there are undercover. They investigate, they unavailable. Music, fashion, poetry, agents for art. Ja, sehr schön, dass ihr jetzt hier die Zeit gefunden habt, hierher zu kommen, ins Ü53. Ich möchte gerade mal so anfangen, ich habe gehört, Insider-Tipp, dass euer grosses Vorbild Balkanplatte ist. Ihr lässt euch von ihm inspirieren. Ist das richtig? Balkanplatte ist der Onkel von unserem guten Freund Schakanic, der jahrelang auch verschiedene Design-Sachen für die Band gemacht hat. Wir kennen ihn persönlich und wir schätzen ihn und seine Musik sehr. Ja. Aber die Inspiration für unsere Musik war er nicht, weil das, was er macht, doch sehr mit Folklore, Balkan-Folklore zu tun hat. Eben genau wegen dem, oder nicht? Nee, also das, was wir machen, ist eher ganz normale Pop-Rock-Musik. Also wir haben sehr wenige Balkan-Elemente in unserer Musik. Okay. Ihr werdet ja oft... Aber wir finden Balkanplatte auf jeden Fall cool. Super. Und das heißt, ihr werdet oft mit Ska, Reggae-Stil so verglichen. Seht ihr das auch so? Ja, das ist eine Mischung, genauso wie die Balkanplatte. Da hast du Cevapcic, Ražnić, Pleskavica, Đuveč, Reis etc. So ist auch unsere Musik eine Mischung aus Punk, Rock, Reggae und Ska. Okay. Ska ist Fleisch. Ska ist Fleisch und Punk, Rock ist Đuveč. Oh. Ich hätte gerne Cevapcic mitgebracht, aber irgendwie, weil... Du hast gehört, dass wir in der Kantine was anderes essen. Eben, ja. Nächstes Mal. Oder morgen. Ich habe einen Freund, einen gemeinsamen, der möchte, dass ihr kommt. Ich sage dann später. Okay. Gut, sage ich das jetzt richtig? Trovači. Was bedeutet das genau? Wörtlich übersetzt bedeutet das Vergifter. Aber auch Flirten? In Slang bedeutet das jemanden, der gerne flirtet, jemand, der gerne Frauen verzaubert bzw. Frauen vergiftet. Oh, und ihr macht das? Und als wir jung, blond, groß und hübsch waren, haben wir das häufiger gemacht. Jetzt sind wir kurz vor der Rente und wir sind ein bisschen... Was, vor welchem End? Kurz vor Rente. Und da sind wir ein bisschen, wie sagt man? Anständiger geworden. Ja. Langweiliger, spießiger und vorhersehbar. Nur auf der Bühne sind wir cool, aber privat sind wir total langweilig und spießig. Okay. Und deswegen heißt es auch Trovači Malo Morgen, weil Malo Morgen bedeutet nie. Okay. Ja, das heißt, wir tun so, als wären wir so große Checker, aber eigentlich sind wir so ganz... Normal, nicht zu gebrauchen. Okay, aber doch seid ihr sehr erfolgreich geworden. Mit Frauen meinst du? Oder? Das nimmt mich auch wunder, weil der Grund war ja, dass die Band den Namen Trovači bekommen hat, oder? Habt ihr irgendjemand von euch so benannt und habt ihr gesagt, Genau, eine unter uns war wirklich so großen Mädels-Checker und wir haben immer gesagt, du Trovač und daraus ist Trovači entstanden. Und weil wir natürlich mit diesem Bild oder mit diesem Wort auch gerne gespielt haben, im Sinne von Trovači vergiften Westeuropa mit Balkan. Okay. Ja, und das machen wir seit 9 Jahren und wir sind schon immer noch nicht müde. Aber bald angefangen. Also du siehst schön aus, dein Kopf. Danke, ich habe mir wirklich auch lange Mühe gegeben zum... Für Styling? Ja, total. Ja. Ich war aus welchem Grund trägst du das? Ist das, das ist religiös oder? Nur für euch, ja. Ich dachte, vielleicht habe ich da Pluspunkte oder so. Ja, auf jeden Fall. Okay. okay. Nein, ja, du bist auf der Gästeliste. Zum Glück, ja. Das war mein Ziel. Genau, auch Backstage. Das ist meine nächste Frage. Zutritt, ja. Genau, wie ist das? Also früher mit den Groupies und so. Handhabt ihr das eng. Immer noch so. Und das Enge, oder habt ihr mittlerweile alle Freundinnen und Familie? Ja, oder? Teilweise haben wir tatsächlich Familie. Wir haben sogar drei Kinder in der Band. Wow. Drei Kinder, also wir 6 haben 3 Kinder. Zusammen. Und wir wissen noch nicht, wer zu wem gehört. Okay. Aber es gehört alles zur Familie. Und ja, so ein paar sind ein bisschen ernster und verantwortlicher geworden. Und ein paar sind immer noch so für Späße zu haben. Mhm. Aber weißt du, diese Mythos Sex and Drugs and Rock'n'Roll ist sowieso. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat, ja. Aber eigentlich hast du auf eine Tour gar keine Zeit. Mhm. Und was wir auch total spannend finden, ist dieser erste Moment, deswegen Trovači, vergiftet, ja. Flirten, weißt du, das ist absolut cool und interessant, aber sobald es darüber hinaus geht, dann das wird es nicht mehr spannend. Nee, es wird kompliziert, weißt ja. du? Plötzlich verliebt sich jemand oder will nach Zürich ziehen. Oder will nach München ziehen oder Kondom ist geplatzt oder so. Und bei Flirten ist das einfach... Da kann sauber. Nichts passieren. Sauber. Sauber. Ja, es ist spannend. Es ist, und ich meine, auch so im privaten Leben, wenn man so ein bisschen rückwärts denkt, ist in jeder Beziehung eigentlich dieser Anfang das Spannendste. Ja? Jemanden kennenlernen, neue Gerüche und Energie austauschen. Kann man sich schmecken oder nicht. Genau, das bleibt. Ja? Und alles danach ist irgendwie sehr schnell, wird das leider zu einer Routine, obwohl man sich liebt und zusammen lebt und zusammen Kinder hat und so. Aber es ist nicht mehr diese Intensität da, wie beim Flirten. Okay, das heißt, also ihr seid eine große Familie geworden und somit habt ihr auch im Privaten guten Kontakt? Nein, privat sehen wir uns kaum. Außer sonntags am Rhein, da spielen wir Fußball, aber ansonsten gehen wir uns aus dem Weg. Wieso denn? Ja, weil damit wir die Ehe spannend haben. Ah, richtig. Ja. Nicht nur das, sondern weißt du, wenn du mit 8 Mann in einem Bus. Und das dauert manchmal, okay, jetzt sind wir 4 Tage auf dem Weg, auf der Reise, aber manchmal dauert eine Blocktour, weiß ich nicht, 2 Wochen. Mhm. Und du bist 2 Wochen mit 8 Leuten im Bus und ihr isst zusammen, ihr schläft zusammen, ihr steht auf der Bühne zusammen, alles zusammen. Dann kommst du nach Hause und du willst die eine Weile nicht sehen, weil es ist zu viel, es wird dann irgendwann gefährlich und dann sagst du, ich habe keinen Bock zu spielen. Und damit diese Spannung bleibt, damit wir uns freuen, wenn wir uns wieder auf der Bühne sehen, sind wir privat nie so sehr, ich meine, wir sind eng befreundet, wir sind in Kontakt, per Mail, telefonisch, hier und da eine Probe oder... So, aber es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Tag zusammen ausgehen, essen, dass unsere Frauen sich gegenseitig besuchen. Okay. Heute seid ihr in Zürich, in der Schweiz. Ist es das erste Mal? Ja, das ist unsere Premiere in Zürich. Wir freuen uns sehr. Morgen spielen wir in Sursee. Okay. Und übermorgen in München, wo wir schon öfter mal waren. Aber Schweiz ist wirklich für uns so total neu. Schön. Und wir sind mit diesem Empfang natürlich sehr. Okay, also bis jetzt seid ihr zufrieden und spannende Abend weiter vielleicht nicht. Also wir bekommen vielleicht jetzt was Catering ist gekommen. Sehr schön. Können wir gleich haben. Also so einen Empfang haben wir schon lange nicht gehabt. Das ist Zürich. Wir geben wirklich das Beste. Schön. Ja. Vielleicht sagen wir doch nicht Zürich. Ja, viel Gutes über die Schweiz. Ja. Im Allgemeinen und Zürich im Besonderen. Okay. Ja. Und heute Abend wollen wir wissen, dass man Deutsche hier als ziemlich bekannt. Kommt ganz drauf an. Wir sind ziemlich eingedeutscht. Wir kommen auch schon ein bisschen arrogant rüber. Ja, wieso denn? Nein, Quatsch. Wir haben nur 3 deutsche Pässe in der Band und wir sind 8. Das ist ein guter Ausgleich. Jetzt nochmal schnell zurück zu dem neuen Album. Ja, so neu ist das nicht mehr. 2010 ist es rausgekommen. Also Ende 2010 ist es rausgekommen. Es heißt Malo Morgen und ja, wir sind ein bisschen faul, was so Studiobesuche angeht und neue Alben. Also liebe Live-Auftritte. Genau. Also in 9 Jahren haben wir 3 Alben rausgebracht. Das ist jetzt keine besonders gute Bilanz, würde ich sagen. Aber ist das Qualität statt Quantität. Der Politiker hat gesprochen. Okay. Was wolltest du zu dem aktuellen Album? Ja, danke vielmals. Ich bin schon ein bisschen nervös. Also, wegen Batacanda in der Tasche. Warum bist du? Nein, einfach so. Das okay. Ist nicht Routine für mich. Okay, hebt sich das Album ab von den anderen, die ihr bis jetzt gemacht habt? Gibt es was Spezielles, was wir rüberbringen wollen? Ja, ich denke, das Album ist noch ein Stück organischer. Also wir haben diesen Album in 4 Tagen live eingespielt in einem großen Studio in Holland. Und ich glaube, man spürt auch diese Energie. Das ist so eine Art, es ist kein Live-Album, weil wir nicht vor Publikum spielen. Da ist kein Atmo und das Lied beginnt und es geht zu Ende. Aber es ist schon eine Live-Atmosphäre da und ich denke, wir haben einfach das, was wir von Anfang an machen, so ein bisschen rund gemacht und so ein bisschen perfektioniert. Ja. Insofern sind wir auch am glücklichsten oder am zufriedensten mit der letzten Scheibe. Es kann sein, dass natürlich nächstes Jahr, wenn die 4. Platte kommt, ja, dass dann noch was passiert oder was Neues. Ja. Ich finde, das ist auch ein bisschen rockig. Okay. Ja, vielleicht ist es ein bisschen rockiger. Eigentlich zu rockig für manche Medien. Ja, ja. Wieso? Nee. Nächste Frage. Gut, jetzt sagst du, ihr seid bis jetzt 9 Jahre so zusammen in der Band. Was sind eure Zukunftspläne? Habt ihr da, sagt ihr, hey, in 2015 wollen wir so und so? Nee, so langfristig planen wir nicht. Da sind wir doch richtige Balkanesen. Unser Plan ist einfach spielen, spielen, spielen. Genießen. Spaß haben und offen bleiben. Ja, okay. Gut, jetzt muss ich doch noch auf meinen Stickzettel schauen. Ja, mach das. Ja. Mal gucken, was da noch so draufsteht. Ja, gut, ja. Also, warte jetzt. Du musst nicht schauen. Ah ja, genau. Ich habe noch gelesen, ihr wart bei der Eurovision Contest. Fast. An was hat es gelegen, dass es dann doch... Oder also wir wollten damals, ich glaube das war 2008, wollten wir Deutschland beim Eurovision Song Contest in Belgrad vertreten, weil die Deutschen haben damals gemeckert, es gibt eine gewisse Dominanz der Balkanländer, die schieben sich gegenseitig Punkte und Deutschland ist immer Letzte oder Vorletzte und gibt so viel Geld für diese Kitschparade aus. Und dann haben wir uns bei NDR gemeldet und haben gesagt, so schickt uns Balkanesen nach Belgrad und wir holen den Sieg für Deutschland. Ja. Die haben uns aber nicht, ernst genommen und haben No Angels geschickt und wir haben den vorletzten Platz belegt. Aber dann, als sie diese große Grand Prix-Party in Hamburg gemacht haben, ist irgendein Redakteur auf uns gekommen und hat gesagt, diese Balkanesen, wie heißen die nochmal? Lass uns die holen. Und dann haben wir da auf diesem Reeperbahn vor 20.000 Leuten gespielt und haben noch 2 Stücke in der Übertragung, die Eurovision Song Contest Übertragung vor und nach. Sehr nicht zu lesen, das ist in einer Stunde. Das will ich noch ganz kurz fragen. Deswegen. Jetzt bist du am Auto, oder? Ja. Wie ist das gekommen? Ja, Entschuldigung, aber ich meine, hast du Tagebuch geschrieben? Nee, das ist kein Tagebuch. Das sind so kurze Geschichten aus meinem Alltag in Deutschland. Und das Buch heißt Balkanizer, genauso wie eine Radiosendung, die seit 7 Jahren bei Fokus Europa machen. Ja. Und Ja, da erzählen verschiedene Menschen über ihre Beziehung zum Balkan und in diesem Buch erzähle ich meine Geschichte, wie ich nach Deutschland gekommen bin, was ich für kulturelle Schocks erlebt habe und Unterschiede zwischen Mentalitäten, das Leben zwischen zwei Welten oder in zwei Welten. Ja, gleich werdet ihr hören, was ich da vortrage. Ja, bin sehr gespannt. Hey, ich lasse dich jetzt essen gehen. Danke. Danke vielmals.